Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Map Mountain Hill. Ich habe gerade gesehen, Mais verkaufe ich am besten am Getreidespeicher. Getreidespeicher ist da oben. Da gibt's ein Marker für Autodrive, der aber geht jetzt nicht, den ich nicht finde in Übersicht Autodrive, Feld 75. Also ich habe jetzt alles durchgesehen, Getreidespeicher finde ich nicht, auch geguckt, ob ich irgendwo falsch einsortiert ist, aber ist die Frage, wie sie das Ding genannt haben. Also die Verkaufsstellen, da ist kein Getreidespeicher bei. Also, gehen wir einen davor auf die 75. Tasten uns einfach ran. Also den mal fahren. Klicken uns mal eben durch unsere Maschinen durch. Der ist voll, der muss abladen. Wir sind hier noch dran, eine Mission. Das ist die 76%, die hat noch ein bisschen. Das ist unser Dreischer, der auch schon wieder fast voll ist. Das ist das Problem mit dem kleinen Hänger. Aber wir haben jetzt einen kleinen, das reicht jetzt erstmal. So, wir fahren ganz hoch. Das heißt, wir brauchen den Helfer nicht immer das selber. Sehen wir noch ein bisschen was von der Map. Sonst kommt man ja nicht dazu. Laut Karte können wir auf dieser Spur bleiben, bis oben. Normalerweise fahre ich meine Autodrive-Kurse selber ein, da kenne ich die Karte ein bisschen. Diesmal habe ich den fertigen Autodrive-Kurs genommen. Also es ist auf jeden Fall eine Karte, wo man viel fahren kann, fahren muss. Das heißt, man braucht nach und nach mehr Fahrer. Hier mal umstellen auf LKWs mit Auflieger, die mehr transportieren können und dann mehrere gleichzeitig fahren lassen. Oder wenn es Sinn macht, vom Feld direkt zum Verkauf und nicht erst ins Hofsiedler. Nur jetzt habe ich eben das Feld direkt am Silo und kann es da reinsetzen. Kann jetzt während der Ernte gleichzeitig verkaufen. Es sind ganz schöne Steigungen in der Karte, das merkt man.
Ja, ich kann ganz hoch fahren. Ich finde es schön, wie der Herbst sich so farblich bemerkbar macht. Das bringt Leben rein. Deswegen spiele ich gerne mit Seasons. Das bringt, wie gesagt, Leben in die Karte. Und es wird nicht langweilig. Es geht mir jetzt nicht darum, wirklich realistisch in einer Würfelstrecke zu spielen, aber es wird nicht langweilig. So, jetzt muss hier jemand. Irgendwie noch ein höher. Ich dachte, hinter der 6 wäre schon, da kommt noch ein Feld. Der Helfer rechts, das war mein Düngespritzer, die auch bald fertig sein müsste. Dann können wir nächste Mission machen, damit Geld reinkommt. Wie gesagt, ich will das Feld, das Pappelfeld haben bei mir noch. Aber das kommt über 800.000, die habe ich noch nicht. Mal sehen, ob das Dauerernten möglich ist. Ernten verkaufen, also Dauereinnahme bei den Pappeln. Ich habe Pappeln nur als Mission gemacht, da kenne ich das und jeder Verkaufer gut. Wenn ich da Helfer drauf ansetze, dann habe ich da kein Problem mit. Sonst ist eine undankbare Aufgabe, wenn man das selber machen muss. Zurück lasse ich gleich wieder Autodrive fahren, also ich will mir nur einmal die Strecke ansehen. Es gibt hier sehr viel Gegend. Wie gesagt, es ist keine reine flache Karte. Und dann gibt es hier keinen Gegenverkehr, das ist schon beruhigend. Es wird dem anderen Ende der Karte. So, wieder nicht einschlafen, wir sind bald da. Jetzt bin ich fast von der Straße abgekommen. Also jetzt hier jemand sehr viel Arbeit gemacht mit Natur. Noch ein bisschen Deko, Stromhäuschen. Stromleitung. Hier wo noch ein Anwesen Auto draufstehen. Das ist sehr liebevoll gemacht. Und auch mit den Stromtrassen hier. So, wir nähern uns der 75. Das ist kurz vor dem Getreidespeicher. Muss
dass wir Angst haben bei der langen Strecke, dass sich zwischendurch der Preis ändert. Ja, da sieht man, dafür haben wir Autodrive, dass sie diese langen Strecken übernehmen werden. So, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, glaube ich. Ich hätte da rechts abgemossen. Denke ich mal. Schauen, was Auto und Drive uns da vorschlägt. Deutsch gesagt, das ist noch ein Rundkurs. Rechts rauf, links wieder runter. Auch Häuschen stehen, Auto daneben, das ist nett gemacht mit Zaun da dabei. Ja, das ist das Problem. Das Ding heißt Getreidespeicher und das Ding heißt VK Getreidelage. Da kann man das nicht finden. Das ist das, was irgendwo nicht passt. Speichern das mal so. Das ist da oben der Getreidespeicher. Kann man das ändern? Dann nennen wir das auch Getreidespeicher. Dann finde ich das nächste Mal auch. So, gucken wir, dass wir abladen und ein bisschen Geld reinkriegen. Ich kann auch schon wieder Hofsilo angeben. ...44.000, ja, das lohnt sich doch. Aber dann schicken wir dich jetzt mal zurück, Hofsilo. Und wir schauen mal, was unsere... Der ist schon wieder voll, dann schauen wir, was wir noch haben. Wir können also noch mal fahren, das ist auf jeden Fall klar. Also dann hoffen wir, dass das Wetter lange mit anhält, dass wir da gut Geld rausmachen. Der ist voll und dann ist... Wie weit bist du hier? Du bist fertig. Ja, dann solltest du gar nicht weitermachen. Verträge haben wir nicht. Neue Verträge 11.000. 12.000. 42. Dann machen wir die 42. Akzeptieren. Also eigentlich habe ich den Düngespritz wirklich für die Mission gekauft. Das geht so zum Strom. Gesehen, man muss doch mal ein bisschen reparieren. Das geht hier reichlich übers Menü ganz schnell.
So, wo muss den 42? Ah, das ist bei mir nebenan. Muss nur über den Fluss drüber, okay. Ein kurzer Blick auf die Schafe, denen geht's gut. Ich werde jetzt überlegen, einen größeren Hänger zum als Abfahrer nehmen, aber dann müsste ich jetzt den Traktor abhängen und holen, und in der Zeit vergeht so viel Zeit. Deshalb kann ich schon wieder einmal abfahren. Darf keine Ruhezeit für den Drescher haben, sonst werde ich nicht fertig. Wir haben noch einiges da drauf. Und es fängt morgen an zu regnen. Über Nacht. Und es gibt viel Regen. Bis Sonntag. Also heute ist Dienstag, wenn ich das richtig sehe. Mittwoch Regen, Regen, Regen. Donnerstag Regen. Gewitter, Donnerstag, Freitag, Samstag. Montag wieder Regen. Also ich habe keine Ahnung, ob wir da noch Großes runterkriegen. Alles, was heute runtergeht, ist gut. Also müssen wir uns ranhalten. Das ist wie so ein Raubtier auf der Lauer, die langsam anschleichen. So, jetzt wird er gerufen und jetzt geht's ran. Ich finde es faszinierend. Also ein Lob an die Programmierer, wie sie sowas machen. So, du bist voll, du kannst abladen gehen. Auch schön, er ist langsam rückwärts, weg vom Drescher, gucken, dass der Drescher weg ist. Deckel drauf. Und warum? Du könntest auch abfahren, du kannst wegfahren, weil du bist ja voll. Der fährt, glaube ich, jetzt erstmal den Ausgangspunkt vom Feld 21 und von da aus dann zum Silo, während der Drescher schon fast wieder voll ist. Ja, er sucht sich den Ausgangspunkt. Dann überlegt er, also warte ich jetzt auf den Drescher oder ich bin nicht voll. Wenn ich voll bin, muss ich zum Silo fahren. Wäre er nicht voll, hätte er von da aus dann wieder angefangen, den Drescher zu suchen. Abladen.
Jetzt wieder zum Feld 21, wo er dann auf die neuen Befehle wartet. So, wir gucken, dass der da hingeht. Normal ist der Drescher wieder fertig. Wir können dann sofort weiterfahren. Der fährt jetzt zum Ausgangspunkt, Feld 21. Dann steht der Drescher Pfad. Er berechnet jetzt zum Drescher. Er ist gerufen worden und kann. Jetzt fährt er dahin. Wir gucken nur, was unsere anderen machen. Der ist schon mal da, das ist schon mal gut. Er ist genau gegenüber von meinem Hof. Ich hoffe nicht, dass er an einen Fluss fährt. Beobachten, der noch die Kurve kriegt, sonst ist er weg. Da fehlt jetzt wirklich so eine Brücke, so eine Furt oder sowas, die rüber zum wenn man aufgeht, kann man einiges vereinfachen. Aber das ist von dem Mapper nicht gewollt, da soll man diesen Fluss umrunden. So, also das funktioniert. Dann schauen wir, wo mein neuer Hänger läuft. Du bist am Abladen wieder. Ja, wir sind da. Das ist aber schön, dann können wir gleich abfahren gehen wieder. Mal schauen diesmal wieder auf den Preis, nicht dass sich verändert hat. Wir bleiben beim Getreidespeicher. Ein Einkauf, Verkaufsstellen, Getreidespeicher. So, und da haben wir jetzt noch genug drin. Da können wir noch mal fahren, also einiges zu verkaufen. Ich habe noch einiges an Arbeit hier. Leute, bedanke mich fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen da, haut auf die Glocke. Wie immer, bleibt gesund.